Hallo zusammen, du bist Grant Cleedus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, alles klar bei euch. Willkommen beim Let's Play Nummer 11 vom Doom 2016. Yeah! Ich habe jetzt etwa seit mehr als einer Woche nicht mehr gespielt. Wird also sehr interessant, jetzt weiterzumachen. Und ich habe jetzt auch das erste Mal den neuen Elgato im Einsatz, der HD60S. Nehmen so mit 60 Bildern pro Sekunde auf, mal schauen, ob es irgendetwas ändert. Mal schauen, ob es überhaupt reibungslos funktioniert. Und der zweite Schritt ist dann eben wirklich mit dem Lightworks, mit der Videoschnittsoftware, das Ganze dann noch ein bisschen optimieren, vor allem was eben auch die Akustik betrifft. Ich denke, jetzt ist das Game Audio vielleicht ein bisschen leise. Aber so versteht man auch, was ich am Quasseln bin, wenn man auch jetzt auch gerade nicht Lust hat, ein Video zuzuschauen oder die Möglichkeit. Darum ist das so ein bisschen der Kompromiss, den ich jetzt gewählt habe. Irgendwie kann ich mich noch daran erinnern, dass ich hier genau ziemlich gäbig bin abgekratzt. Und das tut mir also schon ganz heftig nach Zombies, die wir als Leben wollen. Schauen wir, dass wir die sicher die Imps, die bewegen sich so cool haben. Ich muss eben ein paar Headshots sammeln. Mal schauen, ob ich das herbringe hier. Oder habe ich die eigentlich schon? Mal schauen, wenn es unten einen zeigt. Nein, ich bin noch am Sammeln, gut. Boah, schau jetzt hier unser Lieblingshead. Der Grunzler. Uiuiuiui. Das war gar nicht intelligent gewesen. Wirklich, das war gar nicht intelligent gewesen. Okay, das zählt so ein bisschen als Einwärmen gerade, oder? Am Schluss muss ich dann vielleicht mal die gesamten Toten, die ich jetzt hatte, zählen. Aber ja, ich denke, zwei Hänglänge, das ist schon immer. Aber solange dass es nicht 50 war oder so, aber ich sage jetzt wirklich scheinbar nichts. Ich lasse mich da ganz überraschen. Also, das mal tun wir da eigentlich nicht so zögerlich. Das haben wir echt auch für Herausforderungen, sorry, die habe ich auch, ist schon cool. Come on, guys. Ja, das ist schon sehr hilfreich, dass man sie selber so freezen kann. Also, da hinten ist jetzt der mühsam hier. So, da hätten wir, gut. Da ist noch der Imp. Ja, Plasma-Knarre ist schon früher cool gewesen. Auch noch die Single-Bombe. Hey, fuck this shit, hey! Habt ihr gesehen, der kann in der Nähe, ich kann den... Hey, habe ich jetzt 97 Leben gehabt, dann 0. Wo mich den verwünscht hat. Wow! Fucking Noob, hey! wow. Alright, eben ja, da hätten wir noch einen weiteren Tod, den man jetzt auf die Liste setzen kann. Eigentlich hat das nicht so schlecht funktioniert, hier mit der Plasma-Knarre zu Anfang. Nein, einfach vielleicht nicht gerade auf die schwache Bombe wechseln. Ja, du weißt, da kann ich ja eh wirklich jetzt noch ein paar Headies machen. So, jetzt schalte ich aber wieder zurück. Ui, eigentlich kann ich da runter gehen, mein Freund. Schnell schauen, wo der andere ist gespawnt. Da hinten. Das hinten. Spawnt schon der andere Assi da, gell? Ja, voll. Also, ich habe noch 117 Leben. Und 20 Rüstung, gut. Der Imp, der sollte auch das Problem sein. Ist noch ein bisschen Leben geschneuselt. Jetzt ist der schon gespawnt, nein. Aber vielleicht gleich gescheiter. Also, jetzt habe ich gesagt, nicht die, hä? So, wo ist er? Oh, das ist jetzt einfach so die Situation, die nicht so schied ist. Also, das hat gut geklappt. Zum Glück stirbt man da nicht. Irgendwo ist noch einer, oder was? Ja, so laufer Musik.
Läuft schon noch irgendetwas da? Ja, aber da lässt sich nicht blicken. Easy. Oh. Apropos blicken. Nein, jetzt wenig Moon. Ach, meine Scheiße. Mann, jetzt muss ich aber wirklich X-Kaliber auspacken. Bevor sie sich eben auch zu gut gepanzert, wie Sauern. Oh, genau das meine ich. Oh, yeah. Ach du Scheiße. Oh nein, Jungs, oh nein. Dass es mir dann immer auf die Flötenpumpe wechselt. Das ist wirklich lustig. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, oder? Eieieiei. Also durchaus spannend. Aber es hat natürlich schon ein bisschen etwas für sich. Und die Dark Souls gerne spielen, die wissen genau, von was sie reden. Wenn du am Schluss etwas schaffst, wo wirklich hart dafür gekämpft hast, ist es natürlich etwas ganz anderes, als wenn du einfach auf easy durchsäckelst. Aber das kann seine Reize haben. Nicht gegen die auf easy spielen. Zwischendurch ist das für mich auch das Arschloch mit dem Schild. Schön. Yeah, das hat gut funktioniert. Mach mal den Hagetrick. Der gefällt mir. Wollen wir ein bisschen snipern mit zwei hier? Schön ist das gemacht. 36 von 50. Da hat es, glaube ich, auch noch ein paar. Scheiße, das war kein Headshot. Ja. Da ist noch ein Flammenjunge. Das war aber einer. Gut. Jetzt müssen wir auf. Offensichtlich irgendetwas deaktivieren, zum Überspringen aktivieren. Aber zuerst noch das Leiden Höllenportal näher regeln. Wie viel Mund jetzt habe ich voll her, das reicht mir nicht für einen von diesen Pinkies. Eieiei. Da haben wir ein super Leben, ja, das nehme ich vielleicht nicht gerade am Anfang. Aber sobald ich es dann auch nötig habe, wird zugeschlagen. Okay, jetzt was passiert als erstes? Ja, genau die Pinkies. Genau die Lieblingspinkies. So, das hat nicht schlecht funktioniert. Still running. Schön ist die Sauber so verletzt. Hell Knight. Oh, Jungs. Jetzt ist, glaube ich, gerade ein guter Zeitpunkt, das zu nehmen. Das Timing ist ja leidisch. Jetzt müssen wir nicht hierher locken. Oder hierher. Oder hierher. Fuck, das war keine gute Idee. Ja, aber das sieht gut aus. Schnell nur schauen, was ich hier überhaupt für Rune drin habe. Ah, mit der muss ich auch noch killen, gut, ja. Oh, Scheiße, hey! Halleluja. Kommt schon der Bastard. Nein, zum Glück gibt's da, hey, zum Glück gibt's da. Mit dem kann man wirklich die Decke auch noch knacken. Also, schnell schauen, ob ich hier irgendetwas gescheit machen kann. 10 Punkte habe ich von denen, nicht schlecht. Dann tun wir doch immer die Stunt-Bombe noch erweitern. Jetzt müssen wir was? Stunt die Gegner killen, das ist gut. Ja, ich weiß doch auch nicht, wenn wir die auch noch aufleveln oder gescheiter hier. Da kann ich nicht. Das ist auch nicht speziell aus dem. Oh shit, ja. Jetzt hätte ich gescheiter vorher in den investiert, aber einen Punkt. Hol ich schnell. Jetzt nur mal zum Sicher gehen, dass ich hier nichts übersehen habe. Nein. Ach, Moment, schnell, da kann ich glaube ich irgendwie da rauf, wo die Tür ist doch geschlossen, oder? Ja, komm. Geile Schlüssel, natürlich noch nicht.
Ist noch am Aufnehmen? Ja, sieht gut aus. So. Ah, das Geheimnis gefunden. Okay, ja, das nehme ich doch auch. Also, jetzt, was hat mich vorher ein bisschen gestört? Nein, das ist eigentlich schon in Ordnung. Precision kann man ein bisschen genauer zielen. Ja, was bringt dir das? Schockwelle. Was ein bisschen alle Gegner im Raum anfielen. Oder für mal für die. Yeah, geil. Das Mobile Turret ist richtig krass, darum nehmen wir das, würde ich sagen. Nur mal ganz schnell zum zeigen, wie das Ding aussieht. Also die hat ja vorne eigentlich 3x3 Rohr. Und wenn man es dann ins Mobile Turret verwandelt, wird von beiden Seiten zugeführt. Schiessen tun jetzt noch gar nicht, weil ich da eigentlich gar keine Munition verschwenden, wenn es in Ordnung ist. Aber ja, das erste Mal wird nicht allzu lang gehen. Also das erste Mal schiessen natürlich. Sorry. Okay, leeren wir gut. Hat sich hier noch irgendwo ein Schalter versteckt oder so? Muss ich da überhaupt hingern? Vielleicht schon. Das sieht fast. Wow, heute zusammen. Schön. Kann man da echt einen Headshot probieren? Wobei es drin probieren. Ja, schön hat es da in die Luft genommen. Oh, schau jetzt, Basti. Der Sebastian. Der Fleischbrocken Freddy. Also, da hinten jetzt, glaube ich, noch eine Rüstung oder so zum Einsammeln. Wo ich mir die schnell holen. Sieht wieder wunderschön aus. Hey, ich finde es wirklich jedes Mal wieder krass. Hey, sie ist schön hergebracht, das Feuer und der Rauch im Hintergrund. Und auch eben die Partikeleffekte. Yeah, yeah. Das Game ist, glaube ich, momentan 40% günstiger im Steam Sale auch. Also die auf dem PC, die sich das Game noch nicht geholt haben, die irgendeine Demo neu gefunden haben, jetzt noch finanziellen Anreiz, sich das Ding zu ziehen. Hey, jetzt bin ich komplett verwirrt im Fall. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber hier hinten sieht es aus, als könnte ich noch irgendeinen Bonus holen. Darum ziehe ich mir den rein. Ah, ja, 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 mal. Jetzt weiss ich wieder. Fall. Da bin ich natürlich nicht hergekommen aus der anderen Richtung. So, auch hier hinten. Yeah. Cool. Let's roll. Was gibt's das mal? Ja, Rüstung gibt's für Glory Kills. Das ist auch noch sehr hilfreich. Weil man dann auch einschalten, dass man eben mehr Rüstung bekommt per Glory Kill. Also vor allem wird es noch geben. Was muss ich machen? Targets before the timer. Okay. Man hat kein Leben. He. Ich muss irgendwie mit der Rüstung durchstehen. Ja, macht Laune. Ganz, ganz schön. Noah, noch merci vielmals für die letzten Kommentare. Hey, ist ganz nice, wie du das geschrieben hast. Hey, ja, voll, hat mich echt auch gefreut, das zu lesen. Und ja, ist wirklich auch schon eine längere Zeit, als es so am Laufen ist. He. Auf diesem YouTube-Kanal und mich freut es auch, dass ich momentan gerade wieder ein bisschen mehr Zeit und Motivation habe, hier aktiv zu sein. Und ich freue mich da auch schon in ein paar Jahren auf das. Wow! Auf das. Shit, sorry. Auf das Doom können zurückzuschauen, das Let's Play. Hey Junge, lass mal schnell, du machst mir echt gerade ein bisschen Schmerzen. So, gut. Jetzt müssen wir noch schnell schauen, wo die restlichen Gegner sind. Damit das hier jetzt Zeit verteilen. Hier oben ist noch irgendetwas oder so, ja, voll. Oh nein, ein Pinky. Fuck, hey. Sonst nehme ich das mal zur Abwechslung noch da. Nein, Scheiße, sorry, das war schlecht gewesen, das war der Letzte gewesen, hä? Fuck. Nein, schade. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich überhaupt Dinge auch brauchen kann. Der Granatenwerfer. Das würde das Leben schon ein bisschen leichter machen, aber ich nehme es nicht an. Mal tatsächlich. Oder irgendetwas kann ich auch mal brauchen. Der Dreifachschuss vielleicht. Ja, danke vielmals. Schön um die Ecke gesniped, hey, der Typ. Ah, oh, Scheiße, gut. Ja, es könnte ein paar Versuche geben, aber das ist eigentlich schon ein spannendes
Challenge Map hier. So, gut. So ist es doch anständig. Vielleicht noch ein bisschen Schild sammeln. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schöne Sache gerade verwünscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sorry. Oh Scheiße. Nein, dort darf ich eigentlich nicht reinlaufen, sind wir ehrlich. Weil am Schluss eben dann wirst du eingekesselt, das ist gar nicht hilfreich. Darum gehen wir hier um die Ecke. Versuchen den zu nehmen. Dann gehen wir doch hier um die Ecke. Steigen sie darauf. Mal schauen, was wir hier finden. Wir verlieren fast zu viel Zeit. Hier haben wir aber einen. So. So, der Dreifachschuss, der geht zum Glück. Okay, jetzt muss ich hier einfach schauen. Hey, nein, dass mich der nicht nimmt. Und auch sein Kollege nebenan nicht. Und nein, diese mit der Kugel, hey. Fuck, fuck, das ist crappy gewesen. Das ist richtig crappy gewesen. Ich muss mehr in Bewegung bleiben und ich muss die leichten Gegner zuerst abkassieren und am Schluss nach der Mongo Pink hinein. Also wo ist jetzt der gespawnt? Mann, ist so unfair. Das ist jetzt genau die Ecke, wo ich gesagt habe, wo ich nicht reingehe. Hm. Hey, aber jetzt irgendjemand verarscht mich jetzt hier. Und zwar richtig grusig. Okay. Okay. Oh, jetzt ist hinten auch noch irgendetwas. He? Schön. Schuss verschwendet, aber immerhin ist Schaden gemacht. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt immer, wenn die Zeit so ein bisschen von da verdicken, würde ich schon leicht nervös. Hey, nein, du Bastard. Du Leidensieg, Mann. Fuck, fuck, fuck. Weißt du, er ist immer der Letzte und ich kann mich noch daran erinnern, auf der PS4 war es leider auch ein bisschen hart, bis ich es geschafft habe, genau wegen dem Asi-Pinky. Aber ich muss einfach schauen, dass ich dort keine direkte Linie zu mir habe, damit er dann nicht so chargen. Jetzt mal schauen, wo jetzt der nächste Spawn ist. Gut, das funktioniert ein bisschen besser, wenn du in der Mitte seid. Seider und stirbt man. Das habe ich mal nicht extra gemacht. Und die hat gemeint, dass er so seitlich überspringt oder so. Das glaube ich nicht. Ja, das Let's Play, das wird vermutlich einfach zum grössten Teil hier aus dieser Challenge-Map bestehen. Jeez, hey. Jetzt kommen wir gerade beide, das ist auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen Rückenwelle gefallen, das ist wieder auch hinten gespawnt. Also gut, jetzt ist die Taktik. Yes, da ist schnell down, so cool. Pinky, das ist gut, das ist auch nur hier innen mit mir zu füddeln. Hier kann ich immer schön ein bisschen ausweichen. Dann nehmen wir den noch schnell. Schnell schauen, wo der Bastard ist, hier. Yes. Also mit einer kleinen Strategie. He. Und auch eine gehörige Portion Glück geht das. Und jetzt habe ich, glaube ich, endlich genug Runen, damit dass ich 3 ausrüsten kann. Was mir schon extreme Vorteile bringt, natürlich mittlerweile. Darum, das Game ist eigentlich schon noch lustig. Es ist am Anfang sehr hart, natürlich, weil du noch fast keine Skills und eben Runen hast. Genau. Wird dann ein bisschen einfacher, aber Gegner werden, das ist schon noch eine größere Herausforderung. Also, jetzt geht es eigentlich darum, dass man halt eben Rüstung bekommt. Schnell schauen. Distance, das ist gut. Das ist easy, das muss ich dann noch machen. Das wäre eh noch der gut, wo ich Glory Kills noch schneller machen könnte. Das ist upgraded. Das brauche ich. Das brauche ich auch nicht. Weil ist denn der? Wo. Armor, genau der. Ja, das ist ein schöner. Easy, wir machen hier mal noch ein bisschen weiter. Schnell schauen, ob es hier noch einen Punkt gegeben hat. Genau. Wo habe ich da wohl reinstecken? Hier. Und jetzt hier muss ich. Ja, das ist ein bisschen hart. He. Bei diesem Siege-Mode muss man ja eben stillstehen.
was sehr mühsam kann sein. Und er geht mehrere Gegner auf eine Schnappe. Aber nichts ist unmöglich. Ja, das freut mich jetzt, dass das wirklich geklappt hat mit dieser Herausforderung. Und jetzt können wir endlich den offiziellen Weg antreten. Ja, okay. Es ist noch ein lustiges Geheimnis, die Fragezeichen zu fehlen, wir ja noch das erste und das letzte. Und es ist nicht so, dass sie wirklich eine Reihenfolge sind, wie du sie anfinden kannst. Also es kann sein, dass wir jetzt das ganz am Anfang der Show noch finden. Das ist ein bisschen ein gespässiges System. So, hallo zusammen. Schön alle jung im Kessel. Schön alle ein bisschen aggro. So. Dort jetzt auch mal Munition für, oder besser gesagt, Most für Motorsäge wieder. Das darf ich nicht vergessen. Je nachdem, wie schwer, dass wir die jetzt so nach dem Leben trachten. Ui. Ja, ja, genau. So meine Lieblinge, oder? Ui, sorry. Heieiei. Das ich schieße daneben. Oh, jetzt kann ich endlich den aktivieren. Einfach nicht sterben jetzt. Keine Munition mehr haben. Ja, gute Waffe gebaut. Es hat gelangt, oder? Nein, hey, da kommt noch etwas. Oben ist noch ein fetter Mankybus. He? Kommt schon legendlich ab. Hey. Und der andere. Hey. Da muss ich mich gerade zum Staub machen. Das war's, oder? Da haben wir noch die innere Natur. Genau. Ah, okay, gut. oh yeah, oh Respekt. Da unten hat es noch irgendetwas gehabt, hä? Da unten habe ich noch irgendetwas verhängt, aber da komme ich jetzt vielleicht noch her, sagt er. Geile Türen, das heisst, dass ich hier jetzt genau endlich dem grusigen Sicht gefolgt bin. Schön, Zähne drinnen, weißt du? You cannot send a team in to retrieve it. I am the head of this corporation. Ja, da sieht man auch so ein bisschen, dass Olivia langsam Lampen macht. Die, die es interessiert, zieht nach das neue Mangers rein. Ich hoffe, das ist wirklich nicht frech, wenn ich das sage. So. Jetzt von unserem Eigengewicht haben wir den Lift abdrücken und sind somit hier nebenan gelandet. Was auch wieder sehr angenehmes Level-Design ist. Also. Das sollte jetzt noch herkommen, oder was? Ja. Jetzt einfach nur die Archenzellen, die habe ich auch nicht gefunden. He? Die wäre eigentlich noch gut gewesen für ein bisschen mehr Mun oder so. Ja. Da hängen jetzt ganze Bitze, die ich noch nicht gewesen bin. Damn. Aber wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Schön sieht es aus. Auch so ein bisschen Dead Space-mässig. Muss ich noch ein bisschen Headshot sammeln eigentlich? Sehen wir die noch nicht? Geil, blinde Sieg. So, mal, so ein bisschen Sniper ist zwischendurch schon noch hilfreich. Und vor allem, sie macht halt wirklich massiv Schaden, wenn ich nicht zoomst. Hey. Aber das geht nicht immer so gäbe.
Okay. Ja, jetzt können wir auch mit dem Tram ein bisschen rumcruisen. Das heisst, wir verzichten auf zwei Secrets. Und wir verzichten auch ein bisschen auf ihn, auf den Schlüssel. Hey, Scheiße. Ist das eigentlich nicht im Liftschacht oder so? Hey, versucht sie nicht mehr. Weißt du, das irgendwie mal tatsächlich? Ja, cool. Nice. Drei haben wir, drei. Ja, es geht eh hier auf den. Wenn man näher ist von einem Geheimnis, oder pulsiert der Sensor oben, wo ihm so ein bisschen die Richtung angezeigt hat. Sie haben ihn nicht allzu hell eingestellt. Und Fiesen ist auch, pulsiert auch, wenn es irgendwo ist, wo du schon warst. Und so ist es nicht wahnsinnig hilfreich, dünkt es mir. Ja, das war das Level gewesen, hä? Da gibt es definitiv noch etwas zu finden und zu holen. Wenn ich es dann nochmal spiele gegen Andy, vermutlich. Ich sage, ich beende hier gerade. Es ist eine gute Länge, denke ich. Und ich hoffe, es hat gestimmt vom Audio-Level, von Bildqualität. Vielleicht merkt man eben sogar etwas von den 60 Bildern pro Sekunde. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht noch etwas optimaler, ja? Yeah. Nehmen wir Zeit für das. Danke, dass ihr euch auch Zeit nehmt, euch das anzuschauen. Und ja, einen schönen Tag haben, wenn ihr noch ein bisschen Sonne könnt und weit chillen. Geniessen jetzt. Bis gleich. Tschüss zusammen.